Geschätzte Herren Bundesräte, geschätzte Herr Nationalratspräsident, geschätzte Damen und Herren aus dem Zürcher Regierungsrat, Herr Gemeinderatspräsident, Damen und Herren Würdenträger aus Bund, Kanton und Gemeinde, Herren Parteipräsidenten, liebe Frauen und Männer. Ich überbringe Ihnen zuerst die besten Grüße vom Zürcher Regierungsrat. Der Zürcher Regierungsrat ist heute gerade zu fünften. Das passiert nicht oft, aber ich glaube, er hat einen guten Anlass ausgewählt. Es ist eine sehr würdige Feier. Der Zürcher Regierungsrat dankt Ihnen für Ihr Engagement. Er hat ein hohes Maß an Anerkennung und an Respekt für das, was Sie für das Land und den Kanton geleistet haben. Wie alle aufrechten Demokraten, und das möchte ich in aller Klarheit festhalten, haben Sie einen Anspruch darauf, dass diese Feier in Ruhe und Sicherheit vor sich geht. Ich will darum. Ich will darum ganz ausdrücklich allen Polizistinnen und Polizisten von der Stadt und der Kantonspolizei danken, dass sie den Anlass so abgesichert haben, dass er würdig kann stattfinden. Und ich will auch ja. Ich will auch in aller Klarheit festhalten, die versuchen, solche Feiern auch mit zu Hilfenahme von Gewalt. Die solche Feiern wollen verhindern, die Andersdenkende mundtot machen, denen sage ich mit aller Klarheit, sie haben nichts, aber auch gar nichts von unserer Demokratie begriffen. Ihre Partei ist 1917 gegründet worden. Sie ist 100 Jahre später unbestrittenermaßen die stärkste Partei, nicht nur im Kanton Zürich, sondern auch in der Schweiz. Und ich habe mir überlegt, was kann ich als Zürcher Regierungspräsident, als sozialdemokratischer Regierungspräsident dazu beitragen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Und darum kommen Sie von mir, drei Ratschläge über. Und die Ratschläge sind selbstverständlich mit einem Augenzwinkern. Erster Ratschlag. Ich danke Ihnen ganz ausdrücklich für die Unterstützung, die meine Kantonspolizei von Ihnen überkommt. Ich bin ausgesprochen stolz auf die Polizei. Und selbstverständlich haben Sie recht, die Polizei ist die beste Kantonspolizei in der Schweiz und die städtischen Vertreter, die Stadtpolizei Zürich, ist selbstverständlich die beste Stadtpolizei in der Schweiz. Und Sie haben auch recht, der Kanton Zürich, die Schweiz sind sicher, der Kanton hat die tiefste Kriminalität seit 30 Jahren. Ich bin eigentlich nicht ganz sicher, und das wäre mein Ratschlag, ob Sie politisch klug verfahren, dass Sie alle, und ich sage jetzt vor allem auch die Damen und Herren Kantonsräte von der SVP, dass Sie tagtäglich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit den sozialdemokratischen Sicherheitsdirektor für das loben. das ist kein Geheimnis, und da, Herr Professor Mörgeli, muss ich mir auch keinen grösseren Schnauz dafür wachsen lassen. Das stößt da und dort auf Unverständnis. Und das ist viel wichtiger, ich glaube, es hilft Ihnen politisch auch nicht. Sagen Sie doch in Zukunft ab und zu einfach, das mit der Polizei, das war im Fall unsere Idee gewesen. Ich glaube, wenn der Schawinski das kann, können Sie das auch. Zweiter Ratschlag, und den meine ich bitter ernst. Als Militärdirektor ist es mir ein Anliegen, dass die Regierungsrätin und Regierungsräte wehrhaft sind. Jetzt ist es so, dass wir alle zwei Jahre als Ratsherren schiessen gehen und dann schiessen wir alle dort und der oder die, die am schlechtesten sind, die kommen damit Streichergebnis über. 2012
Entschuldigung, Frau Altregierungsrätin, ist das die Regierungsrätin Furgs. 2014 war es der Regierungsrat Markus Kegi. Und 2016 war es der Regierungsrat Ernst Stocker. Ich muss Ihnen sagen, das verträgt sich nicht. Das verträgt sich nicht oder mindestens ganz schlecht mit Ihrem Einstehen für eine starke Armee. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hebe mich ja sogar ein bisschen zurück. Weil ich bin erstens nicht besonders ehrgeizig und zweitens weiss ich auch, was es auslöst, wenn ich auch noch gut schiessen soll. Und ganz ehrlich, es ist für mich auch schon fast eine Verletzung vom Kollegialitätsprinzip, dass der Kegi und der Stocker immer auf diesen Plätzen landen und der Kegi und der Stocker, die Herren Regierungsräte Kegi und Stocker, die mit mir zusammen ja die Bratwurst-Fraktion vom Regierungsrat ausmachen. Ich will die nicht bloßstellen. Ich will darum, dass das in Zukunft nicht passiert und das kommen die nachher dann auch über. Ich will einen konkreten Beitrag dazu leisten, dass ihr da nicht in die Bredouille kommt. Ihr werdet einen Gutschein überkommen. Jeder von euch steht da. Intensivschießkurs für Markus Kegi mit dem besten Instruktor, den ich überhaupt habe. Und ich muss euch sagen, 2018, Herr Finanzdirektor, 2018 beim nächsten Ratsherrenschiessen, da gilt es dann ernst. Und jetzt kommt mein dritter Ratschlag und der geht wirklich zurück zu Ihren Wurzeln. Ich finde, Sie dürfen die Landwirtschaftspolitik nicht vergessen. Und der Präsident des Kantonalen Bauernverband, mein alter Kantonsratskollege Frey, wird sicher zustimmen. In der Landwirtschaft ist Ihre Herkunft, in der Landwirtschaft sind Ihre Wurzeln. Und wo ich letztens im Albis Gütli am Knabenschiessen neben Ihrem, das kann man sagen, Begründer von der SVP Moderne Prägung, am Dr. Jur-Christoph Blocher gesessen bin, habe ich festgestellt, dass er nicht einmal das Bauernjahr kennt. Das Bauernjahr, geschätzte Damen und Herren, ist für jemanden, der so viele Enkel hat wie der Christoph Blocher, ich weiss es nicht genau, ob es 9 oder 10 sind, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Für jemanden wie der Dr. Jur-Christoph Blocher, der immer Landwirtschaftspolitik gemacht hat, der offenbar auch als Landarbeiter angefangen hat, ist das Spiel ein Muss. Das Spiel ist ein Muss. Ich werde ihm das schenken. Ich wünsche ihm viel Vergnügen im Spiel mit seinen Enkeln. Ich glaube nicht, dass er 11 Mitspieler hier hat, aber er kann das ja ein bisschen aufteilen. Er kann das ja auf verschiedene Zeiten verlegen. Gratuliere Ihnen nochmal zum Jubiläum. Bitte jetzt Ihren Ehrenpräsident zur Übergabe von dem Bauernjahr und die beiden nicht so ganz schiesstauglichen SVP-Regierungsräte auch auf die Bühne. Ihnen allen wünsche ich noch eine schöne Feier und ich kann frei nach dem Christoph Blocher sagen, an den 200 Jahren Feier komme ich wieder.